Da kann ich drauf eingehen. Ansonsten unterziehen wir das Ganze mal einen Praxistest. Saugen wir mal draußen den Balkon ab. Muss ich kurz umbauen. Bis gleich. So, hier bin ich am Balkon angekommen. Ich probiere jetzt erstmal den Deich aus. Ja, kann ich einschalten. Ihr seht schon, es saugt richtig auf, das sind kleine Blätter von der Birke. Alles schmiert sich wieder auf. Und dann kannst du das erstmal zu tun. Und macht doch das, was er soll. Genau. Man muss da nochmal zusammen zu der Bürste, die ist also nicht elektrisch. Die bewegt sich selber durch das Vakuum, dreht es sich durch. Schöner Vorteil und auch eigentlich K.O.-Kriterium bei diesem Staubsauger für den Dyson. Also fühlen sich gleich an, alles Plastik, alles hochwertig. Aber der Knopf rastet ein, der Einknopf. Ihr werdet sagen, was? Ja, ich hole mal den Dyson dazu. So, den Dyson nebenan gelegt. Seht schon, also ziemlich ähnlich von der Länge. Aber beim Dyson finde ich also absolut negativ, dass ich drauf bleiben muss. Pistolentriffchen nenne ich ihn mal. Ich muss einfach drauf bleiben. Das heißt, der Staubsauger, der läuft wirklich nur, wenn ich drauf drücke. Wenn ihr jetzt was Größeres saugen habt, sagt mal eure Wohnung, euer Haus, wie auch immer, und ihr müsst eine halbe Stunde auf diesen Knopf drauf bleiben, ich glaube einfach, dass das irgendwann keinen Spaß mehr macht. Dass man da von links nach rechts wechselt auf die Hand, weil man einfach keinen Bock mehr hat. Oder auch ja, die Kraft nachlässt, wie auch immer. Ich will doch nicht die ganze Zeit bei einem Staubsauger auf den Knopf drücken. Ich habe erst gedacht, dass da muss was kaputt sein, aber das gehört wohl so vom Herstellerhaus. Dyson will das so, man muss immer manuell drauf drücken. Ich weiß nicht warum, ist so gedacht vom Hersteller. Einen Sinn ergibt sie nicht, weil die anderen müssen es auch nicht. Also eine Vorschrift gibt es auch nicht, einfach herstellerabhängig. Das seht ihr schon, die Staubsauger muss ich hinlegen. Der ARG, ja, der steht einfach. Den kann ich hinstellen, zack, und habe ihn einfach hier auch schön im Eck verstaut. Genauso steht auch im Laden eine Ladeschale drin. Die anderen haben alle Wandhalterungen, wo ich einstecken kann zum Laden. Okay, dann saugen wir nochmal kurz mit dem Dyson und mit dem ARG. Und dann gehen wir nochmal genauer auf die Geräte ein. Was ich als Vor- und Nachteil nochmal sehe. Wie geht es zum einen oder anderen auch so? Könnt mir gerne Kommentare schreiben in meinem Video, was man nächstes Mal besser machen kann. Alles klar, ich saug mal los. Mir fällt es hier auch schon auf. Klar, er nimmt ja ganz schön was auf. Ja. Er nimmt mir einiges Grün auch hier raus aus dem Teppich, aus dem Rasenteppich. Wenn ich hier die Bürste schon gerade anschaue, voll mit Haaren, voll mit allem möglichen Zeug. Ja, macht keinen Spaß. Also ich habe jetzt keine ja, 3 Wochen damit gesaugt, sondern das ist jetzt echt schon kurzer Zeit. Klar, mit 3 Mädels zu Hause. Fallen halt ein paar Haare an. Das seht ihr schon, die Dyson-Bürste. Die ist einfach schon anders konzipiert, anders gemacht. Da können Haare irgendwie schon gar nicht so haften. Gut, da sind auch 1, 2, aber das ist ja alles ja, durchdachter wohl vom Hersteller. Getestet, wie auch immer. Dann, wenn wir gerade noch mit Dyson dran sind, er hat ja 2 Stufen. Wir haben jetzt auf Max gesaugt, auf der maximalen Stufe. Also am Dyson auch nicht so ganz gefällt, ist die Reinigung des Filters. Das seht ihr hier. Ich kann jetzt hier unten nichts aufklappen oder machen und tun. Ich muss hier oben an diesem Teil ziehen und dann kommt der Motor hoch und dann klappt unten erst auf.
Hier. Zieh dir. Und ich kann es auch nicht zumachen, solange der Motor nicht wieder drin ist. Das heißt, ich muss es erst wieder da zurück. Dann da rein. Dann kann ich da wieder zumachen. Ja, weiß nicht. Selbst der Billige hat hier einfach nur eine Klappe und die tut es eigentlich auch. Da mache ich hier einfach die Klappe hier auf, hebe das über den Mülleimer, dann geht das Teil hier auf. Ja, also, naja. Geht auch einfacher, ja, ohne Motor irgendwie rauszuziehen. Soll wohl den Sinn haben, dass die Sachen, die dran heben, man irgendwie loslöst. Okay. Gut. Packe ich jetzt einmal hier auf die Seite. Nehmen wir den AEG. So, was mir hier schon gleich auffällt beim AEG, ich habe gar kein Gewicht in der Hand. Ich kann das Ganze hier mit zwei Fingern im Endeffekt schieben, drehen, machen, wie ich will. Ich habe das ganze Gewicht schon mal nicht in der Hand. Bei den anderen, ihr seht selber, ihr tragt wirklich diese, weiß nicht genau wie sie sind, ich meine, ich hätte was gelesen, um die 3 Kilo mit euch rum, die ganze Zeit. Und beim Dyson nicht nur tragen, sondern auch die ganze Zeit den Knopf drücken. Ja, muss jeder selber wissen. Ich bin jetzt nicht der Schwächste, aber ich glaube, das kann einen schon nerven. Wenn man dann mal die halbe Stunde Akkuleistung wirklich ausnutzen will, länger laufen die anderen zwei nicht. Der AEG hat schon 45 Minuten Akkulaufzeit. Naja, gut. Aber ja, ihr habt es vorher gesehen mit den Tischen und mit dem Bett drunter. Man kommt halt einfach nicht so viel an so vieles ran. Aber gut, saugen wir hier nochmal. Moment, der läuft jetzt nicht aus der Hand. Das ist sehr einfaches Tempo, lässt sich super lenken. Hier sehen wir auch einen Filter, der hat natürlich auch einiges aufgenommen, auch da, wo der Rest schon gesaugt hat. Also von der Saugleistung, wenn ich jetzt meine Hand vorne dran halte, behaupte ich einfach, der Dyson hat viel mehr Vakuum, das er erzeugt, also sicher 20% mehr als der AEG und doppelt so viel als der Dyke. Aber vom Dreckergebnis muss ich sagen, irgendwie muss die Bürste hier bei diesem AEG doch noch einiges mehr rausholen. Die sieht so aus. Weil also egal was, ob ich jetzt zuerst im AEG saug, auf der Couch oder auf dem Teppich und dann mit dem Dyson oder andersrum, der AEG holt am meisten raus am Dreck. Ja, schwierig. Also, wir sind gerade sehr hin und her gerissen. Meine Lebensgefährtin schwört auf den Dyson. Ich finde jetzt den AEG ganz gut. Ja, ich denke, die Kombi macht's. Am besten kauft man sich beide, hat man für jeden Anlass immer einen richtigen Staubsauger. Ich will noch kurz das Zubehör holen. Nun habe ich das Zubehör zumindest vom AEG und vom Dyson geholt. Ich muss sagen, dieser Dyson V8 gibt es ja als auch verschiedene Lösungen. Das ist jetzt der Dyson Animal, das heißt für Haustiere besonders geeignet. Ich denke, das wäre die kleine Bürste hier extra, die sie auch mitdreht, eigenen Motor dann hat. Gerade Couch, Sofa, Sessel und so weiter abzusaugen. Dann hier einige Rohre für Heizung und so weiter. Die kleine Bürstendüse da oben noch. Hier im AEG haben wir eben für dieses Handteil, ist dann eigentlich eher gedacht, ne? Nehmen wir das raus, kann ich jetzt hier diesen flexiblen Schlauch anschließen, an diesem Schlauch dann verschiedene Sachen noch anbringen, hier auch so eine Düse, einiges kleiner als beim Dyson,
ein schmales Teil, genau. Und hier auch so eine Tierbürste, die auch hier über die Kontakte läuft, das heißt auch ein Motor drin ist, ja, für Couch und so weiter. Hier, diese Bürste macht es extra aus, mein Liebster ist voll begeistert, weil einfach für Staub soll die sehr gut sein und sie hat es auch gleich getestet, war auch sehr begeistert. Ja, kommen wir zum Preis, genau. Den Dyson V8 erwischt man manchmal um die 350 Euro momentan, also Stand Dezember 2018, Preise variieren ja immer. Den Dyke habe ich gekauft für 120 Euro, der geht aber zurück, ich bin einfach nicht zufrieden mit dem Ganzen, die Akkuleistung, also 20 Minuten hält er nicht durch. Und auch ja, die Saugleistung gefällt mir gar nicht, aber gut, für 120 Euro muss man einfach sagen, so viel schlechter ist er dann eigentlich nicht, was den dreifachen Preis von Dyson rechtfertigen würde. Also Dyson, dreifacher Preis, ja okay. Er hat am meisten Power, keine Frage. Ich denke auch, die Ersatzteilbeschaffung wird sehr einfach sein. Beim Dyke weiß ich nicht. Also ich habe nur beim V8 mal geschaut, nach einem neuen Akku. Weil sowas sollte man auch immer einkalkulieren, welchen Staubsauger ich kaufe für 350 Euro. Was wäre jetzt im dritten Jahr, wenn der Akku kaputt geht nach Ablauf der Garantie? Der liegt ein Dyson V8 bei, ich finde es okay, fairer Preis, knapp 30 Euro bei Amazon. Gut, Selbsteinbau muss man trotzdem vornehmen, aber ich denke, das kriegt jeder hin. Fand ich jetzt sehr fair. Beim ARG habe ich eine Anfrage gestartet, weil ich nirgends was finde. Eigentlich schon länger auf dem Markt, aber ich finde keine Akkupreise, Ersatzteile bei eBay oder so. Keine Ahnung, ob nichts kaputt geht, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Wäre auch interessant, was ARG verlangt für einen neuen Akku, weil das sind einfach die Sachen, die halt einfach irgendwann kaputt gehen. Und vielleicht hebt der Rest ja ewig. Beim ARG war ich jetzt preislich bei 249 Euro bei Amazon. Lag aber daran, den gibt es eigentlich auch schon für 200 Euro. Aber durch das ganze Bürstenzubehör und allein diese kleine Staubbürste hier verlangt ARG 30 Euro extra. Ja, ich fand sie gleich das Geld wert. Also ich muss keinen großen Staub mehr wischen. Ich komme mit diesem schmalen Ding überall durch auf meiner Fensterbank. Top-Teil, wenn ich schon den Staubsauger kaufe, nehme ich mir das Teil mit. Bin eigentlich auch, ja, also ich sehe ihn ein bisschen vorne in der ARG. Für meine Bedürfnisse. Bei den anderen, ja, es ist einfach, man muss es mögen. Vielleicht sagt dem einen oder das Modell mehr zu. Ich denke, dieser Dyke ist ähnlich. Es gibt noch diesen Hover. Die liegen alle so bei 100 bis 130 Euro. Je nach Ausstattung bei Amazon haben 4 Sterne. Die anderen zwei sind bei über 4,5 Sternen, also sowohl der ARG als auch der Dyson. Ja. Sehen wir, vielleicht ist es auch einfach eine Geschmackssache beim einen oder anderen. Für mich ist beim Dyson einfach das größte K.O.-Kriterium. Nicht mal das Gewicht, das ich rumtragen muss die ganze Zeit. So einfach dieser Einschaltknopf. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich überlege gerade, wenn ich meinen Miele-Staubsauger mit Kabel rumtragen müsste und müsste immer auf den Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, was der Erfinder sich dabei gedacht haben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Okay, dann war es das von meinem Video her. Saugleistung eben, habt ihr jetzt gemerkt, ja, auf dem Teppich. Die zwei großen, die saugen wirklich einiges weg. Der kleine, ich meine, der tut das auch. Also, ja, der war auch okay. So ist es nicht. Man muss halt immer sehen, Preis-Leistung. Ja. Alles klar. Okay. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Oder schreibt mir drunter, was gefehlt hat, ob ihr noch mehr wissen wollt. Noch haben wir die Staubsauger da. Der Dyson bleibt in der Familie, der AG auch. Nur den Dyke werde ich zurückschicken müssen. Einfach, die Leistung ist zu schwach. Ansonsten macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.